Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, und zwar Weltreisereporterin Caroline Heppen ist nicht bei uns im Studio in Hamburg, nein, ich bin bei ihr an Bord AIDA Blue, und sie setzt sich heute Abend mit mir hierhin und wir sprechen über die Weltreise, bei der sie dabei war. Die ganze Route, ihre persönliche Top 5 und alles, was dazugehört. Und die Gäste, wenn sie Lust haben, können sogar zugucken. Das ist zum ersten Mal Primetime Magazin live. Normalerweise sitzen wir ja bei uns in der Seilerstraße in Hamburg in so einem kleinen Studio und machen das alles zu dritt. Insofern ist das sehr, sehr spannend, das mal live zu machen. Caro, du warst unsere Weltreisereporterin, du bist unsere Weltreise-Caro. Und seit diese Weltreise stattgefunden hat, haben wir immer gesagt, wir müssen unbedingt mit Caro sprechen, weil sie hat diese ganze Reise miterlebt. Genau, ich war an Bord von Weltreise Nummer 3 von Oktober 2019 bis Februar 2020. So eine Reise verändert einen maßgeblich. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich in mein Tagebuch, nachdem ich abgestiegen bin vom Schiff, geschrieben habe: 66 Seetage, mehr als 26 Zeitumstellungen, 2 Äquatorüberquerungen, eine Überquerung über die Datumsgrenze. Wir haben tatsächlich einen Tag übersprungen. Ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, habe ich reingeschrieben. Ich brauchte echt eine Zeit, um das alles sacken zu lassen und zu verdauen, weil wir so viele Häfen in so kurzer Zeit auch gesehen haben. Also ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Weißt du noch die Stimmung des ersten Abends? Ja, ich weiß noch die Stimmung des ersten Abends, denn ich glaube, alle, die das jetzt hören, was da passiert ist, werden das gleich verstehen, denn wir hatten Wayne Morris an Bord und der hat einen Weltreisesong für uns komponiert. Das war eine Überraschung für die Gäste, also er ist an Bord gekommen in Hamburg, hat diesen Song performt, ist schnell wieder runter und wir sind ausgelaufen. Und das war so wirklich kurz vorm ersten Auslaufen der Weltreise ein riesiges emotionales Highlight. Begrüßen Sie mit einem riesengroßen Applaus live on stage Wayne Morris! Einmal um die ganze Welt mit Zuckerhut steht, wie bestellt, ohne Liebe. Ohne Liebe, Liebe, yeah. Oh, 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 okay. Einmal um die ganze Welt. Ich weiß, dass er wiederkam und gesagt hat, das war unglaublich und ich muss unbedingt am Ende noch mal hin. Aber das Unglaublichste war, es waren ein paar Gäste da, die er kannte. Und er hat mit denen gesprochen und er hat gesagt, die sind nach dem Konzert, bevor ich gegangen bin, sind sie noch zu mir gekommen und haben gesagt, Wayne, wir sind raus, wir sind weg. Wir sind ganz lange weg. Und vielleicht geht auch zwischendurch das Handy mal nicht. Und weißt du, was das Schönste ist? Es ist mir jetzt schon egal. Genau. Das fand ich sehr niedlich. Deswegen habe ich gefragt, war das am Anfang so, dass man gemerkt hat, dass der Alltag von den Menschen abfällt? Ja, ich glaube, das dauert immer ein paar Tage. Aber ich habe das auch schon im Terminal, als wir die Gäste begrüßt haben, gemerkt. Denn da erzählten sie ja auch schon freudig von geplanten Hochzeiten auf der Reise und was sie alles vorhaben. Der Hammer ist ja, ne? Da. Da werden wir beiden heiraten. Das ist doch geil, ne? Ja, es ist einfach was anderes, zu einer Weltreise aufzubrechen, 4 Monate lang, als eine normale Reise zu machen. Für uns Crewmitglieder ist es normal, 4 Monate an Bord zu sein, für die Gäste aber nicht. Und das merkt man. Und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil des Abends. Kannst du uns und allen Gästen hier so eine Art Top 5 mitbringen? Geht das überhaupt? Eigentlich nein. Definitiv nein. Aber weil du gefragt hast, habe ich meine Top 5 rausgesucht. Platz 5. Wir waren auf den Kapverden und dort waren wir nämlich in Mindelo. Da waren vielleicht auch viele von Ihnen schon, denn diese Destination fährt man auch gerne mal mit Selection-Schiffen an. Das Besondere dabei war aber, dass wir dort gar nicht die Landschaft oder so erkundet haben, sondern wir haben vorher unsere Gäste gebeten, ein paar Sachspenden zusammenzutragen, haben die alle in Koffer geladen und sind in ein Waisenhaus gefahren. In ein Waisenhaus in Mindelo, in dem Kinder aufgenommen werden, die zum Teil Gewalt erfahren haben. Es ist wunderschön zu sehen, wie persönlich die Leute hier mit den Kindern umgehen. Also viele der Jungs, die hierher kommen, haben Gewalt erfahren. Und ich finde es wunderschön, wie Maria mir gerade erzählt hat, sie bekommen ein Zuhause, Wärme, Liebe und haben alles, was ein Kind braucht, um glücklich zu sein.
getunnelt hat er mich. Habt ihr das gesehen? Naja, ich bin vielleicht nicht der größte Cristiano Ronaldo oder Messi dieser Welt. Das ist ein kleiner Teil der Spende, weil ihr habt viel, viel mehr uns gegeben. Und wir sind so dankbar, dass wir die Geschenke hier gebracht haben. Der Rest, alles anders, geht zum Shop. Aber erst müssen sie verdienen, müssen sie Punkte verdienen, um den Rest zu bekommen. Wir sind ganz dankbar, dass ihr so großzügig waren. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Also das war wirklich herzerwärmend, da in Mindelo in diesem Kinderheim zu sein und zu sehen, wie sehr sich diese Jungen einfach über unsere Geschenke gefreut haben. Und die Gäste haben ordentlich gesammelt, ne? Da ist ordentlich was zusammengekommen. Das waren wirklich Trolleys voll. Kamen da in diesem Waisenhaus an und die da uns empfangen hat, die hat die Augen gar nicht mehr kleiner gekriegt. Ja, also wirklich eine tolle Sache. Das bleibt einem einfach im Herzen, auch wenn wir gar nicht so viel von draußen gesehen haben. Menschen zu treffen und die Kultur auch dort kennenzulernen durch solche Begegnungen ist einfach Gold wert. Das war Nummer 5. Genau. Jetzt kommen wir zu Nummer 4. Platz 4. Afrika, du hast mich entführt, zeigst mir dein Geheimnis, zeigst mir, wie du bist. Kapstadt. Der eine Kollege, ein Sänger aus unserem Show-Ensemble, der hatte seine Familie in Kapstadt, die wohnt da. Und die haben uns dann abgeholt und der erste Stopp ist dann der Tafelberg gewesen. Ein Muss auf jeden Fall, da muss man hoch. Was für ein atemberaubender Ausblick hier oben auf dem Tafelberg in 1085 Metern Höhe. Bei bestem Wetter haben wir mal wieder das beste Glück. Danach sind wir weitergefahren bis an den Boulders Beach. Ja, man sieht, wir haben Pinguine getroffen, die da einfach ihr Leben genossen haben, mitten am Strand. Was mir bei sowas immer besonders gefällt, ist, klar, als Touristen will man diese Tiere sehen und strömt da auch hin, das ist klar, aber die Tiere werden trotzdem in Ruhe gelassen. Da haben alle voll drauf geachtet. Das fand ich sehr, sehr schön. Die Zuschauer, die das Primetime-Magazin kennen, in den Best-of-Bildern waren die Pinguine, die 4 Pinguine, glaube ich, 60 Mal drin oder so. Also die Pinguine gehören zu unseren absoluten Lieblingen. Nicht Darko, waren es nicht 60 Mal? 30 Mal. Mindestens 30 Mal. Ja. Wir nehmen sie nächste Woche wieder rein. So. Genau. Das war deine Top 4. Jetzt kommt deine Top 3. Jetzt kommt meine Top 3 und da habe ich tatsächlich noch ein kleines Filmchen mitgebracht, weil ich fand, das muss man einfach gesehen haben. Platz 3. Nach vielen Tagen auf See haben wir uns einen Lebenstraum erfüllt. Die Osterinsel oder auch die Isla de Pascua hat uns mit ihren Moai-Statuen und ihrer Mystik so fasziniert, dass wir uns mehrmals zwicken mussten, dass wir wahrhaftig dort sind. Sie stehen überall auf der Insel, an den Küsten vereinzelt, in Gruppen, im Landesinnern, über Felder verteilt und alle blicken ins Landesinnere. Die größte Statue ist 20 Meter hoch. Wir sehen den einzigen Moai der Insel, der uns mit leuchtenden Augen anstarrt. Nur hier gibt es den speziellen Vulkanstein, aus dem die Moai gefertigt wurden. Bezahlt wurde hier noch nicht mit Geld, sondern mit Nahrung. Das Südseeparadies Tahiti hat mit seinen Palmen, türkisblauem Wasser und Wasserfällen mächtig Eindruck hinterlassen. Auf die kleine Schwesterinsel Moorea sind wir mit unserem Lektor gefahren. Hinter uns sieht man jetzt das, was Moorea ausmacht. Das ist natürlich wirklich ein Ort, wo man sich wunderbar erholen kann. Ja, wir sind jetzt hier in der Cook-Bucht, die heißt so, weil man angenommen hat, dass Cook hier gelandet ist, ist aber gar nicht. In der nächsten Bucht, Oponobucht, ist hier gelandet. Aber wunderschön hier und das gilt als das meist fotografierte Bild der Südsee und wir sind hier. Je t'aime, Bora Bora. Ein beliebtes Highlight ist diese Südseeinsel in Französisch-Polynesien. Wir haben festgestellt, unter der Wasseroberfläche ist es genauso bunt wie darüber. Ich gehe einfach nur los, irgendwo hin, auf jedem Weg. Klein oder groß, wartet ein Sinn und wir haben's erlebt. Nein, ich hab noch nichts genug. Wart mal wieder auf die Flucht.
Da höre ich die Sirenen singen und dann einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg. Klein oder groß, wartet am Sinn und wir haben's erlebt. Nein, ich hab noch nicht genug, wart mal wieder auf die Flut. Schwimm oder schweb, Leben ist Leben. Au revoir, wir grüßen herzlich aus der Südsee und damit gebe ich wieder zurück zu dir, Boris. Zurück zu dir, Boris. Ja. Das sieht sensationell aus. Man hat gerade ganz kurz einmal den Kameramann auch gesehen. Wenn Sie aufgepasst haben, der unter Wasser mit dem, wie nennt man das, mit der Haube. Wenn man sich das nochmal so anschaut, ich finde, das sieht aus, als hätte man das gegoogelt und bei YouTube eingegeben. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, das hat Karl alles selber gemacht. Zusammen mit seinem Kollegen Ben, wirklich zwei Leute, haben all diese Aufnahmen gemacht mit der Drohne und mit einem unglaublichen Glück. Wir haben immer gesagt, da wo Karl ist, da müssen wir auch hin, weil immer wenn Karl da war und die Kamera war an, dann ist immer irgendwas Wunderbares passiert. Zum Beispiel ein Koala, der eigentlich 18 Stunden am Tag schläft, fängt plötzlich an, von Baum zu springen. Also wirklich Wahnsinn. Ja, also mein Highlight von diesen drei Häfen, da kann man sich nicht beschränken. Ich nehme jetzt einfach die Osterinsel, weil es das erste war. Also ich glaube, die Osterinsel ist etwas, was viele sagen, es steht auf der Bucketlist, dass man das mal gesehen haben muss. Das ist sehr, sehr weit weg und da wir mit dem Schiff einfach da waren, hatten wir einfach das Glück, wie hier jetzt auch auf unserer Griechenlandroute, wir gehen schlafen und sind am nächsten Tag da, ohne was dafür gemacht zu haben. Die Menschen, die auf der Osterinsel leben, heißen Rapa Nui und die sind sehr, sehr stolz darauf, da zu wohnen. Und wenn man auch nur mit dem Gedanken spielt, da zu wohnen, dann muss man jemanden finden, den man da heiratet und mit dem man auch ein Kind bekommt, denn dann darf man da erst wohnen. Ja, wie viele Menschen von denen, die an Bord waren, haben überlegt, ob sie auf Bora Bora oder Tahiti bleiben? Ich glaube, einige haben es sogar gemacht, denn einige sind auf die Schwesterinsel Tahiti dann gefahren, Morea, haben wir auch gerade gesehen und haben dann einfach da ein Hotel gebucht und sind später uns nochmal hinterher geflogen und sind dann wieder aufgestiegen. Also als ich das eben gesehen habe, ich kenne die Bilder ja von dem Film, den wir gemacht haben und so eine, ja. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, also wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte alles getan, um zumindest eine Woche noch da zu bleiben. Das sieht ja Hammer aus. Ja. Ja, wir hatten halt auch viele Seetage dazwischen und die haben die dann einfach übersprungen und haben einfach die Zeit am Strand verbracht. Also man konnte immer zwischendurch auch mal aussteigen und wieder einsteigen sozusagen. Genau. Ja, das ist natürlich möglich. Also generell war die Weltreise ja auch in drei Etappen aufgeteilt. Die konnte man auch einzeln buchen. Aber auch Gäste, die durchgefahren sind, haben sich zwischendurch mal gesagt, so, wir machen jetzt ein bisschen Schiffspause und kommen dann einfach in der Woche wieder. Das ist ja auch erfrischend. Und es ist tatsächlich so, wie es aussieht, ne? Es waren keine Farbfilter. Nein. Und auch keine glücklichen Tage, sondern es ist tatsächlich so, wie es genau, das da Wetter aussieht. War noch nicht mal so gut, ne? Ja. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt strahlenden Sonnenschein, aber das merkt man gar nicht. Hammer. Also, ja. Platz 2. In Walvis Bay, da habe ich das Mikro mal abgegeben. Und zwar an einen unserer Barkeeper aus der Aida Bar. Der wohnt nämlich in der Nähe und zeigt uns nicht nur Schakale. Hier in Namibia gibt es zwei Flamingo-Arten, Lesser und Greater, also die größeren und die kleineren Flamingos. Hier stehen ja schon mal ein paar Tausend. Wir sind jetzt hier auf der Landzunge. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 1939 war das Ende der Landzunge. Die Landzunge wächst nämlich durch den Benguela-Strom, der kommt aus dem Süden, das ist ein Meeresstrom, der hier vorbeizieht, ja, der extrem viel Sand in sich trägt, der es hier auf die Landzunge legt. Und die Landzunge wächst jedes Jahr ein paar Zentimeter weiter raus. Die Seerobben gibt es von hier bis ans Ende der Landzunge, ungefähr 70.000, die haben sich hier ein Zuhause gemacht. Vor ungefähr 20 Jahren waren hier drei Seerobben oder vier. Ja, die sind zum Teil viel vom Süden hochgekommen, aber ungefähr 70.000 hat man hier davon. Ja, also wie man sieht, ist das Wasser hier recht rosa. Ja, und das liegt daran, dass es extrem viel Salz hier im Wasser ist. Hier wird nämlich Meeressalz aus dem Wasser gewonnen. Und das sind Mikroorganismen im Wasser, die in der Photosynthese Beta-Keratin ausstoßen. Und das verfärbt das Wasser halt so fast jodfarbig rot wie jetzt. Puh,
der Anstieg war gar nicht so einfach. Wir haben auf dem Weg auch ein paar verloren, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier auf der Düne 7, der höchsten Düne rund um Wildfish Bay. Und hier regnet es höchstens einmal im Jahr. Also als letztes halten wir jetzt hier bei der Mondlandschaft. Die ist leicht östlich inland von Wildfish Bay, gehört zum Weltnaturerbe und hat sich durch Wind und Wasser über die Jahre so geformt. Und wenn man sich das so anguckt, ist es ein ziemlich spektakuläres Panorama. Wir haben tatsächlich auch bei seiner Familie übernachtet, hatten dann auch noch mal wieder ein schönes namibisches Brei, also auch ein Barbecue tatsächlich, aber mit so vielen Leuten, weil die haben ja einfach ihre komplette Verwandtschaft und alle Freunde eingeladen und das war einfach zauberhaft. Also wir sind am nächsten Morgen erst wieder zurück zum Schiff und das werde ich niemals vergessen. Hat jemand von euch eine Ahnung, was die Nummer 1 sein könnte? Was war das, Rio? Noch einen anderen Tipp? Einlauf in Hamburg, auch eine schöne Idee. Zwickt uns mal jemand, wir glauben nämlich, wir träumen. Mit über 100 wunderschönen Stränden, mehreren Nationalparks, Sehenswürdigkeiten und umgeben von den Blue Mountains ist Sydney nicht nur das wichtigste Industrie- und Finanzzentrum des Landes, sondern auch eine Hauptattraktion für Touristen wie uns. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Sydney. Nach einem fantastischen Einlaufen im Sonnenaufgang machen wir uns jetzt auf den Weg zum besten Platz, um das große Feuerwerk heute um Mitternacht zu beobachten. Wir sind extra früh losgefahren, weil alle gesagt haben, hier in Sydney, da ist die ganze Stadt total überlaufen an Silvester und man bekommt nirgendwo einen Platz. Bis jetzt sind wir die Einzigen hier. Es ist jetzt kurz nach 9 und wir haben sie gefunden. Da sind sie, die ganzen Leute. Und sie wollen genau dahin, wo wir auch hin wollen. Wir sind ganz aus dem Häuschen, denn wir sind angekommen, wir sind da im Bradfield Park. Wir haben sogar so ein kleines Festivalbändchen bekommen. Wir sind durch die Kontrollen und jetzt kann's losgehen. Während ich den Platz fürs Feuerwerk reserviere, ist nicht nur unser TV-Operator Karl, sondern auch Benny in der größten Stadt Australiens unterwegs. Wir sind unterwegs im beschäftigten Central Business District, aber 15 Gehminuten über die imposante Harbour Bridge entfernt herrscht entspanntes Vorstadtfeeling mit familiären Cafés und gemütlichen Ecken. Dort sitzen auch wir in einem Park heute Abend zum Feuerwerk. Das Silvesterprogramm im Hafen Sydneys startet spektakulär. Kunstflieger Matt Hall zeigt, was er kann. Die 15 Stunden sind um, das Warten hat sich gelohnt. Wir stehen in der ersten Reihe und gleich geht's endlich los. Ich hätte das überhaupt nicht gedacht. Also ich habe gedacht, ja, Sydney, da möchte jeder hin. Und mich interessieren eher die Häfen, die man nicht so kennt und so. Aber ich habe in Sydney einfach was Unglaubliches erlebt und das macht das Ganze auch aus. Und deswegen finde ich es auch, ich bin einfach glücklich, dass ich die Weltreise mit AIDA machen konnte. Dann hätte ich sie allein oder mit Freunden gemacht, dann hätte ich das niemals mit so vielen Menschen teilen können, was das Ganze einfach lebendig gemacht hat. Und das war einfach eine Erinnerung, da werde ich meinen Enkelkindern und den Enkelkindern davon erzählen,
wirklich. Und das besondere Erlebnis scheint, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, wenn ihr dabei wart, dass man Leute kennenlernt, was mit Menschen zusammen erlebt sozusagen, dass das eigentlich das ist, was dann wirklich hängen bleibt. Das war wirklich toll. Ja, also ich habe jetzt eben zwei Crewmitglieder genannt, ne? Aber das war tatsächlich zwischen Gästen und Crew genauso. Ne? Genau, hab ich, also das auch verschwimmt, so gesagt. Genau. Ja. Also das verschwimmt wirklich total. Ich weiß, dass Tobi auch und ich auch, wir haben beide noch Kontakt zu vielen Gästen von der Weltreise. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unser Magazin. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Danke dir, Boris, danke für die Einladung. Eine wundervolle Reise neigt sich dem Ende entgegen. Die Reise ihres Lebens. 117 Tage lang sind wir einmal rund um die Welt gefahren, zusammen mit AIDA Aura. Wir haben unglaublich viel zusammen erlebt. Wir sind zu einer großen Familie zusammengewachsen und die besten Momente ihrer Reise, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Wird das Fernweh immer größer, bis es nicht zu halten ist? Lass dich von Gefühlen leiten. Wirst du die schönsten Orte sehen? Lass dich einfach mit uns treiben. Also komm, Leinen los. Wir legen ab auf große Reise. Vergessen die Sorgen Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner. Volle Fahrt Richtung Horizont ins Glück. Oh, 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 oh. Richtung Horizont ins Glück. Oh, 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 oh. Richtung Horizont ins Glück. Von jedem Tag, von jedem Ort bleibt ein kleiner Teil in. Come.